Hallo, ich bin's wieder, dein Willi von farfit24.de. Heute zeige ich dir, wie du die Sitzstütze in die neue Generation der Thule Kinderanhänger integrierst. Als erstes öffnest du den Klettverschluss auf der Rückseite des Kopfteils. Diese Kopfstütze kannst du dann ganz einfach dank dem Klettverschluss an diesem Gurtsystem befestigen. Mit dem seitlichen Klettverschluss können die Schultergurte fixiert werden. Auch die Hüftstütze kann ganz einfach durch den Klettverschluss am Gurtsystem befestigt werden. Nun müssen nur noch die drei Schnallen durch die vorgesehenen Ösen gezogen werden. Wie du siehst, ist auch die Sitzstütze dank des Klettsystems in Windeseile eingebaut. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, so gib mir deinen Like. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dein Willi von farfit24.